Jetzt müsst ihr nur noch langsam klatschen, sodass man nichts hört. Das sieht ja voll geil aus. Das glaubt uns doch hinterher keiner, wenn wir das filmen. Oh, super Zeitlupensequenz, ne? Das nächste Lied fängt so an. Ja, das war sehr schön. Ist ja auch nur ein Lied von mir. Hast du toll gemacht. Da geht mein Baby und sie ist nicht mehr allein. Doch wenn sie glaubt, dass sie einfach so einen anderen lieben kann, ist sie im Irrtum. Was fällt ihr eigentlich ein? Das werd ich unterbinden, werd ein Mittel finden, damit sie zurückkommt. Dann werd ich sie verwöhnen. Und nur noch an mich denken, wird er ihre Liebe schenken. Das wird schön, 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 das wird schön. Herr Minister, ich weiß, Sie haben es schwer. Doch nur wegen etwas Spielgeld bucht schon wieder die ganze Welt, dass sie korrupt sind. Das find ich ganz und gar nicht fair. Wenn das sie niemals entgleisen werden, sich der Welt beweisen und ihre Pflicht tun. Es gibt ein Grund hier anzuhören. Politik ist was am Festen und sie wollen nur unser Bestes. Das ist schön, 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 das ist schön. Erstmal sind wir drauf, das ist schon mal was ganz Besonderes. Das unterscheidet sie zum Beispiel von der letzten Grönemeyer-DVD und auch von der Grönemeyer-DVD. Da sind wir nicht drauf, auf beiden nicht. Tatsächlich, also die Leute, die sind da fest damit gerechnet, dass wir da drauf sind. Deswegen haben die so gut verkauft. Deswegen, aber Pustekuchen. Nee, ist tatsächlich, also wirklich nur wo Ärzte draufsteht, ist auch Ärzte drin. Nicht so, wie manche Leute also so einfach als Promotionszwecken behaupten. Ja. Dann gibt neue Grönemeyer mit viel Ärzten. Nee. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unter dem bestanden. Himmel Mexikos dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, das hat mich aufgeregt. Du sagst, du findest zwar den lieblich, aber Ricky Martin ähnlich. Der ist so unappetitlich, wie wir beide unterstehen. Gut leiden, es ist wirklich wahr. Das wird nie was mit uns beiden. Eines ist mir klar, du bist unbrauchbar. Du weißt nicht, was das für ein Job war. Meine Freunde, bist du unbrauchbar. Bei den Beatles ruhig sitzen bleiben, wenn dir doch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben. Seit du bei mir wohnst, schallt jeden Tag Shakira durch das Haus. Ich halt es nicht mehr aus, ich glaub, ich schmeiß dich raus. Du sagst, du magst es still und friedlich, sei doch nicht so ungewöhnlich. Deine Schmusemasche zieht nicht, doch deine Sache vom Mann. Ja, du hast uns schon vor dem Traumalltag. Baby, das wird nie geschehen. Du bist ganz und gar unbrauchbar. Unbrauchbar. Yeah, 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 unbrauchbar. Fällt der Groschen und du beginnst zu kotzen. Bitte moschen Sie jetzt. Yes.
Aber zurück auf die Pferde, das taucht ja schon sehr häufig im Zusammenhang mit den Ärzten auf. Und vielleicht kann man daraus eine schöne Verschwörungstheorie basteln. Vielleicht sind wir gar keine Menschen. Außerirdische gibt's ja nicht. Vielleicht sind wir ja wirklich Pferde. Mein Gebiss würde dafür sprechen, oder? Hier ist er jetzt, der wundervolle Bela B. von den Ärzten. Herzlich willkommen. Hallo Charlotte. Meine Damen und Herren, hier ist er jetzt, der wundervolle Rott von die Ärzte. Yeah, hier bin ich. Kommen Sie in unser Herz, das hier ist Farin von den Ärzten. Ich würde gerne über Humor reden. Okay. In den Ärzten. Okay. In den Ärzten. In den Ärzten. Und zwar ist ja Humor ein wichtiges Schlüsselelement bei euch. Findest du Parallelen beim Humoransatz von anderen Künstlern, der vergleichbar wäre mit eurem? Ja, zum Teil aber nur. Also, wir haben uns bei den Ärzten nie vorgenommen, jetzt die lustigste Band der Welt zu sein. Wir wollten nur die beste Band der Welt sein. Ja, haben das wir passiert einfach geschafft. Aus Versehen, ne? Ja, das ist einfach so. Also der Fakt ist, dass wir... ein großes Geheimnis der Band ist, dass wir halt über etwas verfügen, über das nicht sehr viele Leute verfügen, und das ist Selbstironie. Mhm. Und wir machen uns halt bewusst zum Horst, das machen andere Leute dann manchmal unbewusst. Ja. Manche haben dann noch Talent, daraus Geld zu machen, und manche stehen dann irgendwie für Müllermilch im Supermarkt und kriegen dafür zweistellige Beträge und können dann nicht mehr Auto fahren, keine Ahnung, also statt Müllermilch, naja, und so weiter, ist auch egal. Und das sehe ich bei anderen Leuten auch, aber bei sehr wenigen. Also Robbie Williams hat sowas definitiv. Ja. Und sicherlich auch Lemmy vom Motorhead, ganz sicher. Und, wobei Robbie Williams, genau, der macht so Witze über sein Superstar-Dasein, ne? Von ja. Auch was bei euch drin ist. Lemmy macht auch Witze eher so über diese ganze Rock'n'Roll-Scheiße, ne? Diese, was der auch spielt bei super. Uns drin ist, genau, ja. Rock'n'Roll. Also eigentlich sind wir, ja, wir sind so der Sud dieser ganzen Menschen. Ja. Dieser ganzen zwei Menschen. Dieser ganzen, allumfassenden. Na, ich wollte jetzt eigentlich nur so Nordpol und Südpol. Dieser, ja, genau. Es gibt natürlich Millionen andere, die jetzt nicht ganz so bekannt sind. Ja. Weil es gibt auf diese Millionen natürlich Zillionen andere, die so Selbstironie nicht haben, aber vielleicht mal ein gutes Jahr, weil sie dann eine gute Platte machen oder so. Kein Problem. Ja. Auch die überleben wir. Ja. What really pisses me off? Also ich sehe starke Parallelen, obwohl nicht... unbedingt von der Herkunft, aber ich sehe vom Musikalischen her und mit der Verspieltheit, wie wir mit Themen umgehen, teilweise mit politisch unkorrekten Themen, sehe ich eine starke Ähnlichkeit zu Ween, ja, beispielsweise, ja, weil die auch völlig anarchisch mit ihrem Publikum auch umgehen. Die schocken ihr Publikum einfach mal mit einer 10-minütigen Version von Hard for Teacher von Van Halen oder so. Ja. Und ich meine, du guckst dir das Publikum an bei Ween, die haben wahrscheinlich noch nie eine Van Halen-Platte gehört und würden das, wenn sie es machen würden, wenn sie es total zum Kotzen finden, aber ja, Ween dürfen das halt so, weil die spielen halt auch damit, ihr Publikum zu ärgern und zu schocken. Frank Zappa beispielsweise ist auch ein ziemlich gutes Beispiel, so, ja, wobei der natürlich richtig durchgedreht war. Der hat ja wirklich alles Mögliche gemacht an Musikstilen, ja, und so, und teilweise auch sehr kompliziertes und sehr anstrengendes Zeug. Die Ärzte sind irgendwo dazwischen. Here I am. Das Schöne ist, wir drei können uns bandintern auf den Humor einigen, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir zu dritt ins Kino gehen, dann lachen wir an unterschiedlichen Stellen. Also, ja, das ist Bela lacht, wenn die Leiche aufplatzt und die Maden rauskommen. Rott lacht schon im Vorfeld, weil er weiß, dass das passieren wird, und ich lache bei den Titeln. So. Und ja, da haben sie sich verschrieben. Also jeder von uns hat so seinen eigenen Humor. Die größte Ähnlichkeit sehe ich, was mein Humor angeht, bei Monty Python. Mhm. Also zum Beispiel Schweden ist ein Stück, was es wahrscheinlich ohne Monty Python so nicht gegeben hätte. Ja. Um mal so abgedroschene Wörter zu benutzen, also sehr absurder Humor und Na, du, also lies Titanic, da steht alles drin, da ist alles erklärt.